Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online am heutigen Tage. Ich befinde mich gerade in meiner Basis am Lago Zincudo, glaube ich, ist hier. Und ich habe mir gedacht, da ich ja ein richtiger Rich Man bin und ich gerade in GTA Online dachte, ja, hatte ich mal wieder Bock, mal sehen, was so schönes Neues gibt. Und ich habe gesehen, dass man sich hier gerade vergünstigt Nachtclubs kaufen kann. Und zwar bei der Maze Bank for Closers. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich habe mir hier schon ein bisschen was angesehen. Und zwar Nachtclubs. Ich glaube, es war der Club. Genau, in Del Perro. Und zwar habe ich gerade 4,42 Mille. Und Nachtclub finde ich schon recht nice. Das ist mir dann doch wieder zu kitschig. Ich glaube, ich nehme das. Weil wenn ich einen Nachtclub mache, dann machen wir auch einen richtigen Nachtclub. Das sieht auch schon nice aus. Video abspielen. Machen wir. Okay, das fetzt ordentlich. Und da möchte ich nochmal das hier sehen. Das geht aber auch gut ab. Ja. Also bis jetzt war ja mein Favorit das. Ich habe es mir ein bisschen schon mal angesehen. Das ist mir ein bisschen zu normal. Das gibt's in jeder Standard. So, dann gucken wir uns nochmal das an. Ja, finde ich jetzt auch nicht so schön. Ich muss sagen, unten links und oben rechts gefällt mir am besten. Ich werde mal das nehmen. Das sieht so ein bisschen chilliger aus. Omega, Gefängnis, Paradise. Sieht mir ein bisschen zu würfelhaft aus. Wozu soll ich 23.000 für das da ausgeben? Das sieht schon edler aus. Oh, der Palast, Galaxy. Ich glaube, ich werde den Palast nehmen. Dann ein Lager. Fügen Sie Ihrem Lagerraum bis zu 4 zusätzliche Etagen zu. Ja, also wenn schon, dann... Das sind 1, ja komm, rein da. Und dann 1,5. Ja, also wenn, Leute, dann müssen wir Tänzer machen. So, zwei Männer, Mann und Frau. Sieht mich ein bisschen zu albern aus. Ich werde Stil 2 nehmen. Trockeneis. Bitte beachte, Trockeneis ist erst verfügbar, sobald alle Vorbereitungen im Nachtclub abgeschlossen sind. Gut, ne? Ja, ne? Dann würde ich sagen, damit lässt sich's doch gut leben, ne? Kaufe ich. Glückwunsch zum Kauf ihren neuen und ersten Nachtclubs. So, Wegpunkt setzen. Gut, zurück zur Karte. Das ist jetzt mein Nachtclub hier. So, dann werden wir den direkt einmal besuchen. Schön. Gut, dann einmal hier raus. Besuche deinen neuen Nachtclub, um deinen neuen... Um ein neues Unternehmen, irgendwas, habe ich nicht gelesen. Aber Unternehmen, ich kann mich hier schon mal als VIP registrieren bei Security Self. Ich glaube, das ist schon mal gut. Aber ich glaube, wir haben neue Möglichkeiten jetzt. Bin ja hier Security. Safe VIP. Kann ich dich selbst umbringen? Nee, darauf habe ich gerade eher nicht so Bock. So, hier ist mein Nachtclub. Okay, den werden wir jetzt besuchen mal. Ich würde sagen, ich leih mir mal kurz ein Auto aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Das neue Besitzer eines sehr teuren Nachtclubs. Ich glaube, die Hälfte des Preises war nur wegen diesen Garagen und Etagen. Aber als neuer Besitzer eines Nachtclubs muss man ja nicht nur coole Karren haben, sondern auch coole Bikes. Und deshalb machen wir jetzt mal einen coolen Stunt. Hui! Boah, das war ja richtig krass. Das hat bestimmt noch kein anderer vor mir gemacht. Aber das Schöne an den Bikes ist, man kann schöne Abkürzungen nehmen. Und das Schlechtere ist, man kann sich viel... Oh nein. Oh gut. Hoppala. Ja. Hast dort niemand gesehen?
sehen, außer ihr natürlich. Nein, nein. Ups. Oh, hier, das hier ist meins. So. So, hier kommt der neue Besitzer. Und zwar der richtig coole Besitzer. Rein da. Oh, das ist eine richtige spannende Eingangsanimation. Von außen sieht es mal echt scheiße aus. We need lights. Where's the light man? Brian, give me a fucking spotlight. All right, let's run through this. Ladies and gentlemen, you are about to witness live television entertainment in front of your very eyes. This is Fame or Shame Live with your host. Oh nein. Laszlo. Warum? Nee, also Fame or Shame kommt sicher nicht in meinen Nachtclub rein. And everybody claps and then I go, it's time to introduce the guests. And then nee, die Sendung kommt. Der ist sehr motiviert. If you pull that pregnancy pity party on me one more time, I will lose my cool, okay? Tony, your friend's here. All right, thank God. Brilliant. That's a wrap. Ich kenne den Typen nicht. What? Mama. This nightclub, this live version of an awful TV show is not happening. But Tony. Oh, but Tony, please, nothing. We have a new landlord. We're going back to. Ja, jetzt ist der richtig coole Vermieter hier. Encouraging awful behavior, dancing until dawn, and having personal crises like good. God-fearing idiots. Tony, please, I'm desperate. Listen. Ja, wenn du für Fame or Shame arbeitest, weiß ich schon, warum du verzweifelt bist. I stare into the mirror and beat off like a real man. I pose, I preen, but there's a limit here. I cannot, I will not. Bin mir nicht sicher, ob ich wirklich mit denen zusammenarbeiten möchte. Weder mit dem einen noch mit dem anderen. Whoever's gonna bring the party, and we need them wasted, and we need them dancing. Not taking selfies with some fuckwits. I ran the fucking 1980s. I was the 1990s. And I'm back. Okay. Get me a DJ. Ganze Kindheit zerstört. Tony, I'm the DJ. I'm not a fucking DJ. You're a dick. A dick? But Tony, I got you a bunch of celebs. I'm gay Tony. The gay Tony. I'm the celebrity here. Me and him. But if you wie mein Blut noch am linken Arm ist. We will host them gracefully because I am favor and grace and I am back. I got an investor. We're running shit again. I need a DJ. I've been high since 2010. What do these kids need nowadays? Ich glaube, der ist sicher so ganz dicht seit 2010. Me too. Tony, can we hug? Yeah, yeah. Please. Sure, yeah. You shouted at me a lot. All right, all right. And Tony, so gucke ich gerade wirklich in real life, wie der mein Charakter. Was sind das für Schwachmaten, bitte, die ich hier engagiert habe? Dave. He's a DJ, the booker. He's in the book. All right, come on, boys. Let me show you around. All right, listen, big guy. Work your list of famous people. Na, wird mir mal der Laden gezeigt, auch wenn ich den selbst gekauft habe. Moment mal, wo ist meine ganze Deko, die ich bezahlt habe? Ihr wollt mich doch verarschen. You can do whatever you want down here. Literally whatever you want. That's a gorgeous space. Dafür habe ich gezahlt. Plenty of room, lots of storage. You can set up a hub for your other businesses, maybe. I don't know. I'm just saying. Whatever you need. I know nothing. I mean, I know everything. Ich glaube, wir verstehen uns doch gut. You got a computer in there. You bring a staff down here. Your whole aber ich bin der Chef, hier wird nicht gefragt. You know how to set that up. And upstairs. Upstairs is another office with a computer on the same network. You can run the club businesses out of that. And the interior team ready to move in. Oh, and the name, the Palace. Let's go. Ja, den habe ich ausgesucht. Amiga! Okay, Pesa! Nein, wen haben wir denn noch? Is my new investor, English Dave. Ah, safe, skin. Respect. So where you been, Tone? Long time, no power. Hi, it's okay, Dave, and curse and fate. And you? Oh, never better. Bekomme ich jetzt das, wofür ich gezahlt habe? Nice bag. Ah, no, thanks. Suit yourself. What can I do you for? We're reopening as a nightclub. A proper underground dance music paradise. And what kind of crowd do you want in this paradise? Don't be judgmental, Dave. We're gonna make this place amazing. I need people, you know, who know music. Club music. What you need, old son, is a European. Oh, das bin ich. Ich mache aber nicht den DJ. Ich kassiere nur das Cash. The business. Let me see. No, not him. Not die ist richtig. To open this dump,
bring in a good crowd. Solomon. It's the proper shit. Great music, great crowd, and no cheese. Aber ich mag Käse. Let me see what I can do. Daniel, his manager, owes me a favor. I've got a few other DJ ideas as well. One love. One love. We've got to get to work. I'll stay here and oversee the improvements. You get us a staff and a sound system. Do you know Ritual Sacrifice? Da bin ich dabei. Gotta borrow some things from their socialist utopia. Abgesehen davon, dass hier keine Wüste gibt, aber ich bezahle euch nicht den Sand. Ich will jetzt in mein Büro. Du hast dem Mechaniker gezahlt, dass der Monate nichts gemacht hat. Gut, du hast deinen täglichen gezahlt. 1125, ja gut, geht auch noch. So, neue Kontakte. Greife auf den Computer. Hier durch. Okay, was? Okay, Moment. Muss ich... Hallo, wo haben... Die haben doch wortwörtlich mein ganzes Geld gefressen. So, wo geht's hier lang? Ach ja, da ging's runter. Wo muss ich denn lang? Ich wollte mich doch veräppeln. Geht's hier hoch? Ah, ich glaube hier lang, okay. Ja, das ist dein privates Büro, Toni, hat schon angefangen, diesen Bereich zu renovieren und teilt sich den Platz mit dir. Falsch, ich teile mir den Platz mit niemandem. Weil das ist mein Nachtclub. Die Arbeiten am Lagerhaus und der Garage unter dem Nachtclub haben ebenfalls begonnen. Du kannst die Untergeschosse mit dem Aufzug erreichen. Logge dich in deinen Computer ein und rufe die Nachtclub-Management-App auf, um den Rest deines Clubs einzurichten. Das machen wir, würde ich sagen, mal direkt. Ich hoffe, das kostet nicht mehr. Der Terabyte gewährt dir als VIP, CEO oder MC-Präsident Zugriff auf Kundenaufträge. Der Touchscreen-Computer darin ermöglicht es dir auch, Beschaffungs- und Versorgungsmissionen für dein bestehendes Unternehmen von überall aus zu starten. Der Terabyte, habe ich schon gehört. Der soll klasse sein. Oh, schöner Chefsessel hier. Gut, dann... Greifen wir mal auf die Management-App zu. Authentifizierung von Toni Prince benötigt. Bitte richten Sie zuerst den Vorbereitung. Personalvorbereitung. Ich würde sagen, Personal machen wir.